Mit diesem Beitrag wollen wir die Unternehmenskasse als interessantes, multidisziplinäres, betriebswirtschaftliches Gestaltungsinstrument in ihrer Funktionsweise und Systematik kurz erklären. Am einfachsten ist es möglich, wenn man die Unternehmenskasse als Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge mit einer klassischen Versicherungslösung, wie sie im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge häufig eingesetzt wird, vergleicht. Bei der Versicherungslösung erfolgt in der Regel, von arbeitgeberfinanzierten Zusagen abgesehen, im ersten Schritt eine Gehaltsumwandlung. Ein Mitarbeiter verzichtet zum Beispiel von 2.000 Euro Bruttogehalt auf 100 Euro. Im nächsten Schritt werden nur 1.900 Euro verbeitragt und 1.900 Euro versteuert. 100 Euro bleiben sozialversicherungsfrei und steuerfrei für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Diese 100 Euro werden nun 1:1 an eine Versicherungsgesellschaft überwiesen, sei es im Durchführungsweg der Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds oder auch rückgedeckte Unterstützungskasse. Hier passiert bereits der erste Punkt, der für den Arbeitgeber mehr als suboptimal ist. In dem Moment, in dem er 100 Euro an eine Versicherungsgesellschaft überweist, sind diese 100 Euro unwiederbringlich, unwiderruflich verloren für das Unternehmen. Er kann sie weder stornieren, noch zurückholen, noch kündigen, noch beitragsfrei stellen. Die Liquidität hat endgültig das Unternehmen verlassen. Der ein oder andere sagt an dieser Stelle, hätte der Arbeitgeber die 2.000 Euro an den Mitarbeiter überwiesen, 1.900 plus die 100 Euro, wären diese 100 Euro auch endgültig liquiditätsmäßig aus dem Unternehmen weg. Dies ist natürlich richtig. Der einzige gravierende Unterschied ist, auch die Haftung wäre für den Arbeitgeber aus dem Unternehmen heraus. Der Arbeitgeber haftet nämlich nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz weiterhin für diese 100 Euro für die Erfüllung der Zusage, die er dem Mitarbeiter gemacht hat. Und die Liquidität aus dem Haus geben, die Haftung zurücklassen, ist für den Unternehmer kein interessanter Weg. Doch wie sieht es beim Mitarbeiter aus? Der Mitarbeiter bekommt am Ende der Laufzeit eine bestimmte Leistung ausbezahlt. Diese Leistung ist nicht die verzinsten Sparbeiträge, zum Beispiel 100 Euro mal so und so viele Jahre mal 1,75%, sondern nur ein Teil davon. Ein nicht allzu kleiner Teil geht verloren für Kosten, Verwaltung, Gewinne und Provisionen. Durchschnitte landen rund 65% im Spartopf und nur 65% bis vielleicht 70% stehen für den Mitarbeiter zur Verzinsung zur Verfügung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat basierend auf einer Studie von Franke und Bornberg vor kurzem Zahlen veröffentlicht von 42 untersuchten Versicherungen. In den untersuchten Beispielen waren durchschnittlich erst nach 14,5 Jahren Prämienzahlungszeitraum die eingezahlten Prämien vorhanden. Das heißt, es dauert 14,5 bis teilweise sogar 20 Jahren, bis die eingezahlten Beträge in der Versicherung vorhanden sind. Das heißt, bis die 100 Euro vorhanden sind, muss sich der Restsparbetrag 14,5 bis 20 Jahre verzinsen, bis hier für den Mitarbeiter wieder 100 Euro zur Verfügung zu stehen. Das ist eigentlich eine Situation, die für den Mitarbeiter nicht tragbar, nicht hinnehmbar ist. Vor allem, wenn man bedenkt, wie kurzlebig manche Arbeitsverhältnisse doch sind. Als für beide, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, das klassische Versicherungsmodell kein zufriedenstellendes System. Wie schaut es in der Unterstützungskasse, wie schaut es in der Unternehmenskasse aus? Hier macht der Mitarbeiter ebenfalls einen Gehaltsverzicht. Von 2.000 Euro werden ebenfalls nur 1.900 versteuert, 100 Euro bleiben steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Diese bleiben jetzt jedoch im Unternehmen. Sie verlieren und sie verlassen das Unternehmen nicht, sondern stehen liquiditätsmäßig dem Unternehmer zur Verfügung. Warum macht der Mitarbeiter das? Er macht es ganz einfach, weil der Arbeitgeber sagt, lieber Mitarbeiter, wenn du mir die 100 Euro lässt, wenn wir aus den 100 Euro eine betriebliche Alterssorge für dich bilden, verzinse ich dir diese 100 Euro mit 2,25% beispielsweise. Aus Arbeitgebersicht ist es natürlich hochinteressant. Der Arbeitgeber hat dadurch vom Mitarbeiter ein
langfristiges Darlehen, vielleicht für eine Zeit von 30, 35 Jahre, ein extrem zinsgünstiges Darlehen, die 2,25, 2,5%, vielleicht auch 3%, die der Arbeitgeber dem Mitarbeiter zugesagt hat, ein absolut sicherheitenfreies Darlehen, der Arbeitgeber braucht keine Sicherheit stellen und natürlich ein Darlehen zur freien Verfügung. Für den Unternehmer an dieser Stelle hochinteressant. Es können natürlich auch andere Gehaltsbestandteile wie vermögenswirksame Leistungen in die Unternehmenskasse eingebracht werden und auch hier natürlich Steuer- und Sozialversicherung, in dem Fall Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gespart werden. Die Kosten, die Verwaltung, die Gewinne, Provisionen bei einer Versicherungslösung anfallen, die bleibt als Wertschöpfung, als Mehrgewinne im Unternehmen. Und auch die kann dazu dienen, die Versorgung der Mitarbeiter zu fördern und zu stärken. Normalerweise machen die Arbeitgeber eins. Sie sagen, lieber Mitarbeiter, wir machen dir auf deine Entgeltumwandlung eine zweite, davon unabhängige Zusage als Arbeitgeberzusage. In Abhängigkeit von deiner eigenen Sparleistung. 30%, 20%, 50%, je nachdem. Vielleicht auch unterschiedlich nach Mitarbeitergruppen, je nach strategischer Wichtigkeit im Unternehmen. Immer unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Das heißt, von diesen Mehrgewinnen bekommt der Mitarbeiter noch einen Zuschuss. Aus Arbeitgebersicht führt es dazu, dass mehr Mitarbeiter sich an der Gehaltsumwandlung beteiligen und die Mitarbeiter, die sich beteiligen, tendenziell mit höheren und größeren Beträgen sich beteiligen. Genau den Effekt, den der Arbeitgeber möchte. Wenn natürlich die 100 Euro sich ab dem ersten Euro und nicht nur 65% davon mit zum Beispiel 2,25% verzinsen, statt bei der Versicherungslösung 65% verzinsen, nicht mit 1,75%, ist nämlich klar, dass der Arbeitnehmer eine deutlich höhere Ablaufleistung hält, eine deutlich höhere Rente oder auch eine deutlich höhere Kapitalzusage. Das hat nämlich den Effekt, dass der Mitarbeiter sich an den Arbeitsplatz gebunden fühlt. Wir haben eine Bindungswirkung, wir haben Vorteile in der Mitarbeitergewinnung, in Motivation und Zufriedenheit. Der Vorteil ist aber noch an zweiter Ebene, die Mehrgewinne, die Überschüsse, die erzielt werden, betriebswirtschaftlich. Das heißt, der Arbeitgeber verdient mit der Entgeltumwandlung, die er für 2,5% bekommen hat, mehr als diese 2,5%, bleiben hier natürlich Gewinne übrig zur Arbeitsplatzsicherung, zur Unternehmensstabilität, zur Wettbewerbsstärkung, einfach zur Stabilisierung und Festigung der Krisensicherheit des Unternehmens. Für den Arbeitnehmer ist das Ganze zu jeder Zeit insolvenzgesichert durch den gesetzlichen Pensionssicherungsverein. Er hat deutlich höhere Leistungen und der Arbeitgeber hat seinen betriebswirtschaftlichen Vorteil. An der Stelle gewinnen und verdienen beide, der Arbeitgeber und auch der Arbeitnehmer. Es gibt im Ganzen nur einen einzigen Verlierer, die Versicherungsgesellschaft, die hier nicht notwendig ist bzw. in diesem System keine Verwendung findet. Im Ergebnis das Grundmodell sehr einfach, die Ausgestaltung immer speziell auf das Unternehmen zugeschnitten, speziell auf das Unternehmen abgestimmt, dass die betrieblichen Anforderungen und Wünsche rechtssicher und sauber betrieblich umgesetzt werden können.